Hallo liebe Leute, und hier ist erstmal fürs Erste ein kleiner Einschub, bevor ich weiter mich in die Höhle begebe nach auf der Suche nach den Unis. So, wie ihr seht, Nekomata entwickelt sich. Ja, aber toll. Ich bin Senri vom Heiliges Clan. Komm, amüsieren wir uns. Okay. Nekomata hat sich verwandelt in Senri. Ja, kann man eine Senri und keine Nekomata mehr. Moment. Kann sie noch was lernen? Ja, also theoretisch kann ich sie jetzt im Team lassen. Aber sie ist Level 27, also kann ich sie erstmal rausnehmen und Erzengel reinpacken. So, hier in der Truhe waren drei Trolle, für die dies interessiert. Und ich werde jetzt einfach mal mich weiter auf die Suche begeben nach irgendwelchen Unis. Bis dahin. So Leute, da bin ich auch schon wieder zurück mit dem nächsten kleinen Part dieses Videos. Wie ihr seht, ich bin in so einem schönen Raum mit Giftgas und hab da nicht gesehen. So, wir sind also hier, wenn man hochging, kam man nach da zum Speicherterminal und so weiter und so fort. Und hier ist wieder ein Loch. So, dieses Loch ist aber diesmal gewollt, denn hier kommen wir ja irgendwo hin, wo wir noch nie waren. Natürlich mit Feindbegegnung. Ich habe für ein Talent habe ich, wie hieß das? Inneres Auge rausgenommen. Und man sieht ja, was es mir eingebracht hat. Jetzt werde ich schon wieder von hinten angegriffen. Beziehungsweise, ja, noch eigentlich von hinten angegriffen. Ist sehr typisch, meiner Meinung nach. Naja. Nein, 30 HP. Nicht meine 30 HP. So, ihr seht, ich hatte mittlerweile schon 2 Level-Ups. Alles vom Suchen hier. Oh, sehr schön. Voll. Mystische Truhe. Bewegungsrauch. Dahinter ist wieder ein Loch hinter dieser Truhe. Also würden wir da runterfallen. Also nicht gut. So, hier ist die Steinhöhle. Kennen wir ja noch von dem ersten Boss, was ich da gesagt habe. Dieser Boss ist ein bisschen härter, würde ich mal meinen. So. Verwenden. So. Gehen wir mal rein und gucken uns um. Okay. Ich hab dich noch nie gesehen. Ich bin Tsuiki. Ich bin ein Dämon der Kälte. Kälte. Ja, ich tue dir schon nichts, also komm hier ruhig hier rüber. Okay. Du hast Mut. Willst du dich wirklich ein wenig mit mir vergnügen? Ja. Also komm schon her, ja? Okay, dann denke ich gar nicht dran. Hahaha, du Feigling, dann stirb! So, dieser Typ ist ein wenig stärker, hat aber keine Mittel, um sich wieder davon zu erholen, wenn ich seinen Status schwäche. Ist also ein wenig angenehmer. Und mit ein paar Leuten, die gut draufgehen können, im Sinne von Feuer, weil das seine Schwäche ist, haben wir eigentlich schon gar kein großes Problem mit ihm. Ich schätze mal, ich habe ihn jetzt schon im Prinzip zu Genüge malträtiert. Also im Sinne von Statusveränderung. Hoppala. Er steht ja schon auf Angina auf. Aber natürlich kann er sowas wie Auge der Bestie. Irgendwie typisch für sowas.
Tja. Nur schlecht, dass er so nicht trifft. Die restliche Arbeit von mir übernehmen jetzt Tsuchu und Kikurihime. Ich kann im Prinzip da schön nebenstehen und zugucken. Wobei das auch nicht schlimm ist, wie ich finde. Ich kann es auch mal fokussieren. Machen wir danach ein bisschen Schaden. Er hat keine Anfälligkeiten, logischerweise, für Instant Death. Habt ihr nicht gesehen? Und im Allgemeinen, wer hätte gedacht, absorbiert er Eis. Er hat sich ja selber verraten, er hat ja schon gesagt, er ist ein Dämon der Kälte. Man sieht. Aber der Schaden, den er uns anrichten kann, hält sich wirklich in Grenzen. Nur seine Verteidigung ist eben sehr hoch. Beziehungsweise, was heißt seine Verteidigung? Er schwächt halt physische Angriffe ab. Darum ist es immer gut, wenn man sich fokussieren kann, wie ich finde. Ich werde die Videos so oft teilen, dass 2 Onis pro Video kommen. Ohne das Rumgerenne zu ihnen, ich erkläre, wenn es sehr kompliziert wird, den Weg. Hey, du kotzt mich an. Also mach, dass du hier wegkommst. Ja. Heißt, wir haben ihn bald und der ist sauer, dass er gerade am Krepieren ist. Tja, das war ein Fehler. Ich könnte mich auch heilen, aber das kann ich auch in der nächsten Runde machen. So. Jetzt einmal, damit wir auf keinen Fall noch drauf gehen, das wäre irgendwie echt traurig. Einmal eine Heilung. Der Typ hat 3500 HP. Gibt uns dann relativ gut Erfahrung. Nichts, was wir nicht schon mal gesehen hätten. Da wir aber nur, ich glaube, im Schnitt so 350 HP abziehen, dauert das Kämpfchen trotzdem relativ lange, wie ich finde. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz ist dieser Kampf eigentlich ganz einfach zu bestreiten. Natürlich ist hier wieder einmal die Regel, wenn man nicht weiß, wie, ist es manchmal dann doch ein bisschen komplizierter. Ist aber auch verständlich. Wenn ich hier keine Ahnung hätte, wie ich ihn angehen soll, hätte ich auch ein Problem. Das war's. Nicht schlecht. Wer bist du? Ein Dämon? Ein Mensch? Beides. See ya. So, damit haben wir Suiki eliminiert. Wie gesagt, wenn man hier nach unten geht und hier nach oben und also immer auf die Mitte achten, hier nach oben ist man direkt wieder am Anfang, also noch ein relativ einfacher Weg, wie ich finde. Gut, wir sehen uns also beim nächsten Mal wieder, beziehungsweise noch in diesem Video, aber an einer anderen Stelle, wenn ich den nächsten Uni herausfordere. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss! Hallihallo liebe Leute, da bin ich auch schon wieder zurück mit dem nächsten Uni, wie ihr seht, hier im Zentralbereich. Einfach diese Tür da nehmen. Hinter uns ist noch ein bisschen Giftnebel, also da ein wenig aufpassen. Und für diesen Kampf ein Magatama auswählen, der physische Resistenzen gibt. Kinki. Was willst du? Ich bin Kinki, du räudiger Köter. Kinki hört nicht zu. Was willst du machen? Wir stellen uns... Wir vergessen es? Wir stellen uns einfach mal vor.
Kinky atmet heftiger. Was? Du bist dieser verdammter Dämonenmensch. Das Überleben des Stärkeren. Ich werde dich jagen. Ja. Soll er mal machen. Okay, bei Kinky. Bevor ich jetzt hier anfange, will ich euch ein bisschen über ihn erzählen. Die eine Sache ist, er hat 3000 HP. Was schon mal nett ist. Des Weiteren hat er keine wirkliche Schwäche. Magie schadet ihm sehr. Aber es ist keine richtige Schwäche, also es wird nicht als Schwäche akzeptiert. Nichtsdestotrotz sollte man hier mit Magie vor sich gehen, denn er absorbiert so ungefähr 90% von physischen Angriffen und dann haben wir wirklich nichts davon, wenn wir ihn damit attackieren. Deswegen einfach mal so ein bisschen aufpusten und dann geht's schon los. Ja, er kann natürlich wieder das Auge der Wetzgier. Warum auch nicht? Der kann sich stärken. Gut, wir machen aber ungefähr 300 Schaden pro Runde. Also nach 10 Runden, wenn ich sie überlebe, sollten wir eigentlich auch schon gewonnen haben. Wäre doch zumindest schon mal schön. Gut, so ungefähr 300 pro Runde. Natürlich, wenn ich Bufula mit noch einsetze, mehr. Oh, das wäre schön gewesen. Ansonsten kann ich nicht viel zu diesem Kampf sagen. Denn das ist im Prinzip alles, was man hier machen darf. Mit Magie draufhämmern. Ja. Ich finde aber diese Idee mit den Onis doch sehr unterhaltsam. Also ich mag das. Ich finde die Idee lustig. Noch mehr Auge der Bestie. Sieht, so, sieht irgendwie immer so von weitem aus, als hätte er echt nur Boxershorts an. Was ich ganz lustig finde. Noch ein Tornado. Yay. Oh, das hat gut Schaden gemacht. Das hat sehr gut Schaden gemacht. Deswegen mag ich den Tornado von allen Abilities, die ich irgendwie am Anfang irgendwo zusammenkratzen kann, am meisten. Der Schaden ist wirklich enorm. Das reicht. Du bist zu weit gegangen, du edener Schweinehund. Ja, wer hätte gedacht, auch Kinky beherrscht das Drachenauge, um sich aufzubußen. Akuna. Verteidigung von uns runter? Ja. Und dann eine Hitzewelle. Autsch. Dekuna, um alle Effekte von sich zu entfernen. Das ist natürlich für uns persönlich jetzt schlecht, also müssen wir ganz kurz die Runde ein wenig umstellen. So. Dann machen wir einfach mal hier, überspringen wir ihn. Er kann mit Bufula angreifen, das ist völlig in Ordnung. Wenn er getroffen hätte. Manchmal sollte ich sowas nicht machen. Nee. Rakugaja, mehr Verteidigung. Rakunda, weniger Verteidigung. Aber ausgewichen, gut. Dann versuchen wir einfach mal drauf zu gehen, in der Hoffnung, dass wir nicht dabei drauf gehen. Hooray. Wow. Ich mag ihn dafür nicht. Das, was er macht, ist nämlich nervig. 206. Und mehr Drachenauge. Ein Berserker, ich hasse diesen Angriff. Ich stehe leicht nackig da. Schlecht. Nein, nicht brutaler Stützer.
probiere ich es einfach mal und wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt. Die Welt braucht dich mehr als mich. Naja, so gesehen, einer, der in der Welt was macht, anstelle von einer, der in einer Höhle bleibt. Ja. Doch, dann braucht man mich ein bisschen mehr. Oh, naja. Macht, zu viele Talente vorhanden. Macht, erhöht die Chance eines kritischen Treffers. Erhöht die Chance eines kritischen Treffers. Ja, gut. Violetter Blitz brauche ich nicht. Du hast die volle Kraft von Kamudo entfesselt. Dadurch bin ich jetzt Soldat geworden. Das hat was mit, ich glaube, gut und bösen Magathaman zu tun. Irgendwie sowas in Richtung. Also, ich bin Soldat, Scheusal, ja. Ich bin halt Soldat, Scheusal, warum auch nicht. So, Sarasvati, du darfst wiederbleiben. Gut. Das war dämlich von mir. Egal. Beschwören. Kikuhime, Jiojan, Ihn rein. Nochmal heilen. Und wie ihr seht, ist der Kampf ziemlich nett. Ziemlich nett. Gut. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn wir uns den restlichen 2 Unis annehmen. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.